Und herzlich willkommen bei mir. Ja, wir sind gerade in der Woche der Pink Shop Week, sag ich immer so, ne? Ich sag das immer so, weil alle sagen immer Black Week und bei Make-up Coach ist es halt die Pink Week, das heißt Pink Shopping. Ja, ihr bekommt tolle Produkte diese Woche und jeden Tag ein neues Angebot. Und heute haben wir wieder was richtig Schönes. Ja. Nagelneue Produkte, die ihr noch gar nicht kennt. Und damit habe ich mich schon geschminkt. Und das zeige ich euch einmal kurz. Ja, was haben wir denn hier Schönes in dem Beutel? Also, wir haben als erstes einen wunderschönen Lip Liner in der Farbe Bordeaux. Und den habe ich komplett aufgetragen auf meinen Lippen. Und dann habe ich euch das erstmal gezeigt. Dann habe ich außenrum mit dem Mundwinkelheber gearbeitet, weil so ein dunkler Stift. Und wenn man dann so ein bisschen Falten oder Unebenheiten hat an den Lippen, dann sieht das manchmal so ein bisschen komisch aus. Und wenn man dann mit dem Mundwinkelheber arbeitet, so am Rand, dann kann man so ein bisschen ausbessern. Das kann man auch mit Concealer machen, aber Concealer ist ja auch immer ein fettiges Produkt. Dann kann das auch mal passieren, dass das so ein bisschen verwischt. Deswegen mag ich es lieber mit dem Mundwinkelheber. Das ist ein schönes, cremiges Produkt und genau dafür gemacht, dafür, dass der Lippenstift da nicht verrutschen kann und dass die Mundwinkel schön nach oben zeigen. Ne? Positive Ausstrahlung. Ja, und dann habe ich, weil mir das dann noch so ein bisschen zu matt war und so weiter, aber ich finde die Farbe unheimlich schön, weil die nämlich auch schöne weiße Zähne macht. Auch wenn man gar keine weißen Zähne hat, macht sie weiße Zähne. Die Farbe, die ist ganz toll. Geht so ins Spirige, so richtig schöner Ton. An den Ton könnte ich mich wirklich gewöhnen. Also das finde ich echt schick bei mir so. Ja, dann habe ich noch so einen Lippenstift darüber gemacht und zwar die Farbe, muss ich selber lesen, genau. Die Farbe natürlich wieder Naki Lila, wie immer. Und den benutze ich ja immer rauf und runter, bis er alle ist. Und den habe ich dann einfach darüber gemacht. Und somit sieht das aus wie so ein schöner Lippenstift, ne? So ein schöner Weinroter. Ja, also ein neues Lippenprodukt könnt ihr jetzt bei Make-up Coach kaufen. Ich glaube, sie verkauft es einzeln und im Set. Müsst ihr mal schauen. Link steht in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall eine schöne neue Farbe Bordeaux. Ich finde den super schön. Dann gibt es einen neuen Brightliner. Also nicht einen neuen Brightliner. Brightliner hat sie in allen Variationen. Also das ist hier noch nicht zusammengebaut in dem Beutelchen. Ich habe ihn aber schon zusammengebaut und ich habe ihn auch schon aufgetragen und das ist so eine schöne Farbe. Die Farbe, die leuchtet, die bringt die Augen zum Strahlen. Eine super schöne Farbe. Das ist so ein. Ja, ist das eine Art Champagner, Gold oder so? Ich weiß auch nicht, eine super schöne Farbe, die ich total liebe für das bewegliche Lid, weil es macht schon mal was. Man kann so schon rausgehen. Das aufs bewegliche Lid so ein bisschen unter die Augenbrauen und fertig. Man könnte schon losgehen. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr gemacht. Auch der Brightliner ist natürlich jetzt bei ihr erhältlich im Shop, eine neue Farbe und wahrscheinlich im Set und einzeln erhältlich oder erstmal im Set und dann nachher einzeln erhältlich. Und in dem Beutelchen ist noch was gewesen und zwar ein Smoke Liner in der Farbe Mocha. Und den habe ich euch auch abgefilmt, wie ich das gemacht habe. Auch hier eine super, super schöne Farbe, ganz toll. Ich liebe es jetzt schon. Und reiht sich auch so zu diesen ganzen anderen Smoke-Linern, die sie hat. Wie schön könnte der aussehen mit Schwarz oder mit Karamell oder Kakao oder so. Da kann man auch so ein bisschen aufbauen, ne? Erstmal einen dunkleren Ton und den noch da drüber oder so. Ich habe den aber jetzt erstmal einzeln für euch aufgetragen, einfach nur um euch zu zeigen, wie die Farbe aussieht. Wunderschön, richtig, richtig schön. Und ich habe mir auch so ein bisschen das Auge damit vollständig geschminkt. Ich bin also auch einfach in die Lidfalte gegangen und habe das dann ein bisschen verblendet. Das bleibt da jetzt natürlich den ganzen Tag. Ich habe das Auge vorher abgepudert. Und erstmal ist der ja cremig, dass man ihn verwischen kann. Und dann ist er nachher bombfest auf dem Auge. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Kriegt ihr nicht runter, müsst ihr abschminken. Also ganz toll. Super schöne Farbe. Und dann habe ich ja noch was gemacht. Und zwar habe ich mich komplett geschminkt. Mit Orange Glow auch. Also ich bin so in alle drei Farben, das habe ich jetzt aber nicht abgefilmt, das erzähle ich euch nur.
Make-up aufgetragen, Augenbrauen fertig gemacht. Und dann habe ich diese Palette genommen. Und die heißt ja bei Make-up Coach Sonnenkuss-Mixer und kann man sich auch selber zusammenstellen. Und ich habe mir das ja so ein bisschen so gemacht. Das ist der Sunny. Das muss ich selber schon mal ablesen. Das ist der Sunny, das ist Just Fresh und das ist Orange Glow. Und Orange Glow habe ich jetzt für diesen Zwischenraum genommen. Ihr habt ja einmal hier den Smoke Liner und da habt ihr den Bright Liner und da auch den Bright Liner. Und dann habe ich Orange Glow praktisch dafür genommen für diesen Zwischenraum hier. Und zum Schluss habe ich noch einmal, bin ich mit dem Finger rein und habe mir da noch mal so einen Punkt drauf gesetzt und so strahlt es noch mehr. Also der neue Bright Liner in Verbindung mit Orange Glow sieht richtig, richtig toll aus. Was für eine tolle Kombi. Ich bin total begeistert. Ach so, und dreimal dürft ihr natürlich raten, welchen Mascara ich benutzt habe. Natürlich den von Make-up Coach. Toller Mascara, muss man sagen. Also, das sind die Produkte. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz in Ruhe, wie ich mich geschminkt habe, damit ihr das eventuell nachschminken könnt. Und dann solltet ihr wiederkommen, weil ich habe da noch eine kleine Überraschung für euch. Möchtet, dann könnt ihr, wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt und wenn ihr mich und Make-up Coach abonniert habt, dann hat Michaela mir das noch mitgegeben für euch in einem fertigen Briefumschlag und ich darf das an euch versenden. Ich mache die Verlosung und ich versende das an euch und es kommt von Michaela Make-up Coach. Ganz toll, oder? Sie hat nicht nur mir was eingepackt, sondern sie hat auch gleich noch an euch gedacht. Eine kleine Überraschung. Und ich drücke euch die Daumen, macht gerne mit. Jeder kann mitmachen, der möchte. Schreibt mir bitte einfach nur ausführlich, wenn ihr nicht mitmachen möchtet. Ansonsten einfach nur einen lieben, netten Kommentar. Da freue ich mich total drüber. Und wie gesagt, mich abonnieren, Make-up Coach abonnieren. Du könnt ihr gerne teilnehmen. Habt ihr drei Produkte geschenkt. Einmal den Lip Liner, dann den Smoke Liner und den Bright Liner. Alles Liner. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück. Steht alles in der Videobeschreibung, so wie das so funktioniert und so weiter und Daten und so weiter. Und die Verlosung machen wir. Was haben wir denn heute? Samstag. Die Verlosung machen wir Mittwoch. Habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht, habt ihr ein paar Tage Zeit. Mittwoch machen wir die Verlosung, am besten so wieder um 18 Uhr. Seid gerne dabei, seid gespannt, wer hat gewonnen. Und ich drücke euch ganz doll, jeden von euch drücke ich ganz doll die Daumen. Und wenn ihr nicht warten möchtet, dann bekommt ihr natürlich jetzt dieses Set im Angebot bei Make-up Coach auf der Seite. Schaut in die Videobeschreibung, da steht alles ganz genau drin. So, jetzt sage ich Tschüss, lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen und bleibt gesund und nicht ärgern lassen und gesund bleiben. Und jetzt sage ich Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Tschüss.